Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6. So, jo, ich habe mir natürlich noch ein paar Videos angeschaut, also könnte sein, wenn wir Glück haben, dass das Spiel vielleicht dann nachher an Fahrt aufnimmt, sprich jetzt dann vielleicht, weil wir die Insel verlassen werden. Schnellreise. Und wir müssen natürlich jetzt dringend schauen, dass wir an bessere Waffen rankommen, weil die einfach Schrott sind, die was wir momentan haben. Schon wieder noch mehr Regeln. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla, Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine Scheißangst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero. Wow. Und was machen wir nun? Nicht anpassen. Talisman. Okay. Bringt er irgendwas? Schaut nicht so aus. Das Aussehen ein bisschen anpassen. Können wir vielleicht bald einmal einen anderen Schalldämpfer draufhauen? Noch nicht. Okay. Und was genau wollt ihr jetzt? Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiffe abriegelt. Nicht schlafen, alter Mann. Das habe ich längst ausgeschaltet. Grüß dich, Danny. Du hörst dich langsam an wie ein echter verdammter Guerriero. Auf
auf zum Leuchtturm. Also, sollen wir wieder dahin, wo wir gerade herkommen sind. Können wir sich da irgendwie... Ja, wir können dahin schnell reisen wenigstens. Mann! Es geht jetzt wohl wirklich darum, diese Schiffe da auszuschalten. Das ist nicht blöd, oder? Das haben wir schon erst vor kurzem probiert. Ne? Angeben. Ich brauche was mit Pärs. Eine Ankündigung von El Presidente Castillo. Ja, vielen Dank. Hier ist sie wieder. Sogar die Einschusslöcher sind geflickt. Danke. So, na schön. Sag mal, was ist dein Problem eigentlich? Hallo? Was stimmt nicht mit dir? Alter. Ich wollte dir noch etwas sagen. Sarah, das war eine tolle Rede. Egal was passiert, ich bin dir echt dankbar für alles, was du für Libertad getan hast. Und für mich. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos Blockade gebrochen sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Dani. Ich hoffe, sie meint nicht die andere Seite. Geschwindigkeitsanzeige stimmt auch überhaupt nicht. Ne? Also egal, ob das Meilen pro Stunde sind oder km/h, es ist definitiv falsch. Clara, so. Ich bin bei Castillos Schiff. Muy bien, oh, Dani. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut, wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, Libertad. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dani, du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Ja, die Verteidigung ist... Dann schießt. Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Oh nee. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julia. Ich sollte die Kamera da zerstören. Ups. Nee. Ja. So, nix Kamera. Du würdest mir mit einem Sniper wahrscheinlich mehr helfen. Aber bitte. Keine Verstärkung mehr. Das hätten wir ebenfalls. Warum sind jetzt... Okay, jetzt haben wir wieder unsere Anzeigen. Ist ja da drüben noch ein Alarm. Und da ist noch ein Alarm. Okay, die haben ein paar von denen. Ah, wieso kriegen wir nicht mal... Dann brauche ich noch eine andere Pistole. Das Problem ist, auf die Pistole, die wir jetzt haben, können wir keinen Schalldämpfer drauf machen. Clara, ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Dani. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Da ist die Geschütztürme hauen mächtig rein. Shit, dass er so entdeckt. Oh, und das ist jemand, den wir noch nicht markiert haben. Hier ist Vasquez. Alles sauber. Nichts zu melden. Mhm, alles sauber, genau. Müssen sie wohl proaktiv ausschalten. Der Alarm. Ich
weiß nicht, ob ich den von hier aus treffen kann. Hier, Jimenez. In meinem Sektor ist alles ruhig. So, so ist es das, ja. Kamera. Dringend ausschalten. Carrillo, der Hauptmann will, dass die Vogelscheiße von der Antenne gekratzt wird. Carrillo, ich weiß, dass du mich hörst. Das ist Kastler. Geschafft. Oh, hier ist noch irgendwo wer, definitiv. Oh, wo? Das ist auch ein Alarm. Da ist eine Kamera. Scheiße, eine Kamera. Hey, Carrillo. Alter. Ich sehe deine Freundin da vom Hafen. Ach nein. Carrillo? Genau, jetzt müsste er da vorbeigehen. Stehen bleiben auch noch besser. Wo ist der Penner? Können wir dieses Geschütz übernehmen oder was? Raketenwerfer. Du bleibst hier oben, ja? Und auf der Distanz was reißt mit dem Raketenwerfer, ist halt auch eine Frage, ne? So, Schiff Nummer 1 erledigt. Unglaublich, Danny. Niemand auf dem Boot hat dich bemerkt. Schaffst du das nochmal? Wie sieht's aus?
Den Turm kann man auf jeden Fall verwenden. Ha. Also nicht, was wir jetzt brauchen. So. Der Penner steht noch immer da drum. Bewegt sich nicht vom Fleck. Okay, passt. Auf die Distanz geht es noch. Wie kommt man da rein? Alter. Also das ist nämlich auch ein Alarm. Aber man kann einfach durchschießen und dann rein. Okay, passt. Weg oder auch nicht. Kundschaften wir am besten nochmal aus. Mhm. Den Alarm sollte ich ausschalten. Da ist er drinnen. Der bewegt sich nicht weg von dort. Okay, jetzt. Ja, stärker. Ach, okay, gehört hat er es auf jeden Fall, aber. Jetzt ist er vorsichtig und auf der Suche. Jetzt sind die alle ein bisschen. Okay, jetzt schwärmen die alle aus. Momentan sind nur die drei hier zu sehen. Der Sniper da ist schon erledigt. Verdammt. Okay, das ist natürlich unsere Chance, hier den Alarm auszuschalten. Ach, hier war eine Tür offen, da kann man rein. Nur dort stehen oder wie? Der Part ist auch gleich wieder zu Ende, Mann. Gut, ein bisschen haben wir wenigstens geschafft schon. Hat er seinen Helm abgenommen? Oder ist er noch irgendwo wer? Der hatte doch einen. Achso, das ist wer andere. Okay. Aber die sind jetzt gut in Deckung. Verstecken sich schön und. Okay, da ist auch eine Leiter. Die könnten wir uns nehmen. Erstmal hier noch was noch zu holen gibt. Der hat doch eine Rüstung. Ne? Aber wir haben panzerbrechende Munition. Oh oh. Sind wir fertig? Haben wir es? Schwimmen wir mal rüber. Da drüben kann nicht mehr viel los sein. Ziel abgeschlossen, wir haben es geschafft. Wenn wir noch aufs andere Schiff kommen, vielleicht die Sachen einsammeln. Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Was hat dich das Handy? Ich bin auf dem Weg zu dir. Wo bist du, Clara? Was haben die da jetzt komisch herumgeschossen?
Ja, ich bin gleich bei dir. Aber da gibt's noch Sachen, die wir holen müssen. Gut, Freunde. Das hätten wir geschafft. War einfacher als beim letzten Mal, aber gut, es waren keine fett gepanzerten Truppen hier oben. Aber das war's für diesen Part, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.